Willkommen, liebe Zuschauer, zur Europameisterschaft im Traktorbowling. Fans aus Finnland, Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind ihre Favoriten zum Walibi nach Lego in Holland. Verschiedene Klassen fahren während der zwei Tage Veranstaltung. So wird es viel Spannung geben für die Fans in dem vollen Traktorbowling-Stadion. Dargeboten von 50 oder 60 Teilnehmern aus 9 verschiedenen Ländern. Der Sinn des Sports ist es, einen Bremswagen so weit wie möglich auf der 100 Meter langen Bahn zu ziehen. Zur gleichen Zeit wird ein Gewicht auf dem Bremswagen über verschiedene Getriebe von hinten nach vorne auf die Kufe bewegt, womit die Bodenreibung steigt und dadurch auch der kräftigste irgendwann auf der Bahn gestoppt wird. Wir starten heute mit der freien 3,4 Tonnen Klasse. Als erstes Hermann Rehns und Powerhorse aus Belgien. Die Reifen haben kaum noch Profil, sie drehen sich so schnell wie möglich und ziehen die Bremse mit viel Schlupf über die Bahn, ohne sich dabei einzubuddeln. Der belgische Meister kommt gut weg und Powerhorse galoppiert Richtung 95 Meter Marke. Ein Zug über die 100 Meter Marke hinweg nennt man Full Pull und erberechtigt zum Pull-Off, zum Stechen. Am Ende der Bahn steht ein Hightech-Gerät, das die Weiten per Laserstrahl misst und sie auf einer Großanzeigetafel den Fans bekannt gibt. Im ersten Pull 94,72 Meter für Hermann Rehns und Powerhorse. Nun kommt Verneuil Trois aus Frankreich mit Julien Bohour im Sitz, der hofft, seinen 9. Platz vom letzten Jahr zu verbessern. Seine zwei Allision V12 feuern auf allen Zylindern. Die Anfahrgeschwindigkeit ist wichtig beim Traktorpulling. Aber er driftet links ab, muss aber innerhalb der weißen Linien bleiben oder er wird disqualifiziert. Er bleibt am Gas und beißt die Zähne zusammen. Nun überquert er die 100-Meter-Marke. Beifall für den 18-jährigen französischen Agrarstudenten. Er pullt bereits seit 2 Jahren, ist französischer Meister und im Stechen Full Pull für Verneuil Trois. Das Gewicht des Bremswagens läuft zurück. Der Bremswagen kann sich durch seinen eigenen Motor selbst zurück zum Start bewegen. Und der Bremswagenfahrer wird später noch auf seiner Seite sein, wenn er gegen den größten und schnellsten Traktor der Welt antritt, den The General aus Amerika. Das kommt nachher. Aber jetzt eine Liste der 6 Besten, der 6 Schnellsten, die sich für das Stechen qualifiziert haben. Auf der rechten Seite können Sie die Zeit sehen, die benötigt wurde, um die 100 Meter zurückzuregen. Desperate Dan könnte also mit Carl Lewis mithalten. Es sind 6 Nationen im Stechen vertreten und ein Extragewicht wurde in den Bremswagen gelegt, um ihn für den Pull-Off schwerer zu machen. Es herrschen immer freundliche Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen und Fans. Und die Deutschen warten auf ihren Helden. Museums Cut. Sie sprintet vom Start weg, angetrieben von 3 amerikanischen Arias Rennmotoren, die normalerweise in Dragstern oder Schnellbooten eingebaut sind. Keiner glaubt an die Katze, aber sie pullt bis kurz vor die 100-Meter-Marke. Das lässt über Richard Holz nachdenken, der erst seit diesem Jahr fährt und glücklich ist über seine Weite von 97,97 Metern. Man hofft, dass es zum Sieg reicht. Nun kommt Beverall Iga Biga, gefahren von Kees van der Poel, 3. Platz im letzten Jahr. Er hat 5 Chevys, die alles geben werden, was sie in sich haben. Platzierung hinter der Katze und Kees weiß es, 82,14 Meter für den Traktor, der südlich von hier aus der Nähe von Amersfoort kommt. Die Motorenkombinationen sind eingeteilt in ein Punktesystem. Ein 800 PS starker V8-Motor hat zum Beispiel nur 8 Punkte. Eine 6000 PS-Turbine hat 60 Punkte. In dieser Klasse darf man keine Kombination über 48 Punkte haben. Der nächste Traktor ist Super Special mit 3 Keith Black-Motoren, die von Stellan Bartholson, dem schwedischen Meister, kontrolliert werden. Er kommt dicht an die Seitenlinie und nur ein paar Zentimeter an der Disqualifikation vorbei, zieht aber bis kurz vor die 90-Meter-Marke. Der 25-jährige Stellan kommt aus Gislaved in Südschweden. Die schwedischen Fans warten auf die Weite. ...88,43 Meter. Das bringt uns dann auf den 2. Platz hinter der Katze. Auf dem Platz sind eine Menge dänischer Fans und sie warten auf das, was da gerade kommt. Es kommt The Fox, 2. Platz im letzten Jahr und heute hoffen sie, ihn zu verbessern. Peter Larsen dreht die Reifen am Start wie wahnsinnig. 4 Chevys machen ihre Kraft frei. Er passiert den Beaver. Die Cat Fox is on the run und er kommt über die 100 Meter.
schauen wir uns den Sieger an. Ich wundere mich, die Dänen sind erleichtert. Dänemark hatte noch nie einen Europameister gehabt. Der dänische Vereinspräsident sagte jedoch für dieses Mal zwei Meistertitel voraus. Im Stechen fahren die Teams einen Floating Finish, das heißt, alles über 100 Meter wird auch gezählt. So wird kein zweites Stechen nötig sein, wenn zwei oder mehr einen Full Pull ziehen. Nun liegt es an dem 41 Jahre alten Jim Snell, der sehr erfahren ist. Er pullt seit über 10 Jahren und war britischer Meister vor 4 Jahren. Kann sein Starlight Express 3 den Ruhm noch klauen? Leicht vorwärts am Gashebel. Die zwei Alkohol-Einspritzmotoren aus dem Zweiten Weltkrieg lassen ihn wie einen Mustang über die Bahn fliegen. Unsere Kameras zielen auf die 95-Meter-Marke. Er muss dicht an der Bahnmarkierung für Cat sein. Bangen Momente. Muss er disqualifiziert werden? Nein, Jim Snell, 99,61 Meter bringen ihn auf den zweiten Platz hinter dem Fox. Am Start steht Asterix aus Holland und wartet auf die grüne Flagge. Zweimaliger holländischer Meister, 91 und 93. Und Jan Endepol hofft, seinen vierten Platz vom letzten Jahr zu verteidigen. Kann er es schaffen? 6 350er Chevys geben alles, die holländische Menge gönnt es ihm, aber Asterix kommt gerade über die 80-Meter-Marke. Das ist eine Enttäuschung, 81,83 Meter, nur der 9. Platz für den Fahrer aus der Nähe von Rotterdam. Nun kommt Desperate Dan mit dem 39 Jahre alten Brian Armistead, der letztes Jahr in der 3,4 Tonnen und 4,4 Tonnen Klasse Europameister wurde. Er will diesen Doppelsieg noch einmal wiederholen und macht seinen Job gut. Locker über die 100-Meter-Marke reicht es, um den Fox zu schlagen. Die Larsen-Brüder schauen gespannt auf die Bahn. 107,21 Meter ist die Weite, die überboten werden muss. Dann Mechaniker Carl Carter und Brian sind davon überzeugt, aber sie brauchen die Bestätigung von der Anzeigetafel. Alle Augen schauen auf diese Tafel. 115,93 Meter. Desperate Dan holt die Führung für Großbritannien und er wird schwer zu schlagen sein. Kommt aus Blackpool im Nordwesten Englands. Nur noch ein Pull und da ist schon White Horse 6 aus Holland, gepowert von einem Curtis Wright Stern Motor. Credit van den Over bräuchte den Pull seines Lebens, um dieses Stechen zu gewinnen. Ein guter Pull, aber nicht gut genug für einen der ersten drei Plätze. 89,53 Meter, 6. Rang für White Horse. Damit in der Tat ist die Entscheidung gefallen. Desperate Dan gewinnt. Brian Armistead wird wieder Europameister in der 3,4 Tonnen freien Klasse. Und Fox wird Zweiter im zweiten Jahr in Folge. Wenn wir auf die Dichte der Reihenfolge der ersten sechs Plätze schauen, dann sehen wir, dass die Bahn in gutem Zustand ist für jeden Traktor und Pull.